Geola Assere, Geola mi Gente, was geht ab meine Besten, euer Boy Elmer Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, mi Gente, ihr könnt es im Titel lesen, ich habe so oft die Frage bekommen, Kuba, wo spielst du denn Kuba, zu welchem Verein gehst du? Und ihr könnt es sehen, ihr könnt es lesen, auf meiner Brust hier, der Verein ist in der Schweiz und zwar der FC Lenzburg, das ist ein Verein, der spielt in der zweiten Liga der Schweiz und ja, auf jeden Fall, das Team ist sehr, sehr eine gute Mannschaft, sehr eine junge Mannschaft und wir haben einen sehr, sehr guten Trainer. Das ist einer der Brüder von Josip Dirmić, der für Gladbach spielt und ja, wir haben uns einfach direkt verstanden, also sehr, sehr guter Trainer, genauso wie Mannschaft. Ich kenne auch schon einige der Jungs von früher, von damals noch, von U-Mannschaft. Und ja, auch nochmal Grüße an die Jungs auf jeden Fall, wenn die das Video sehen, war richtig geil. Kurz, ich war jetzt im Trainingslager mit dem FC Lenzburg, habe da jetzt einige Trainingseinheiten bestritten, sprich eigentlich alle. Wir haben da zweimal am Tag Training gehabt. Dann hatten wir noch ein Spiel, zwei Spiele. Da ist mir leider nicht so viel gelungen. Weil ich muss sagen, meine Beine waren sehr, sehr müde, weil ich habe jetzt so lange nichts gemacht, Leute. Das soll keine Ausrede sein, aber ich habe jetzt so lange nichts gemacht und ich habe schon so lange nicht mehr im Spiel wirklich gespielt. Aber ja, das wird auf jeden Fall besser werden. Ich muss einfach jetzt wieder hart arbeiten und einfach vorweg, Leute. Klar, es ist nicht das Niveau, was damals bei BSC Young Boys war und ja, vielleicht ist deswegen auch meine Krankheit aktuell gerade so gut. Ich weiß nicht, der Zustand kann es auch immer verschlechtern. Aber aktuell ist es eigentlich geheilt und ich fühle mich sehr, sehr gut. Was halt noch fehlt, ist die Ausdauer, Spritzigkeit, aber das wird alles kommen. Ich werde auf jeden Fall hart trainieren für euch. Und ja, mal gucken, wie hoch ich es schaffen werde, Leute. Ich weiß nicht, wie hoch ich es schaffen werde. Ich werde auf jeden Fall daran glauben, dass ich es ganz nach oben schaffen kann. Es ist halt, das Ding ist, ich muss halt auch gucken, wie ich das schaffe mit YouTube, weil nichtsdestotrotz will ich natürlich weitermachen mit YouTube. Ich will weiter für euch Videos drehen und aktuell ist das einfach gerade so perfekt, wie es ist mit dieser Mannschaft hier und deshalb habe ich auch die Mannschaft gewählt und ja, für alle, die sagen jetzt so, ey Digga, das ist gar nicht so eine starke Mannschaft oder Leute, ich möchte einfach hier aufbauen, das ist eine super Truppe, die können sehr gut Fußball spielen, es ist trotzdem eine gute Liga, um mich vorzubereiten und ja, ich gebe jetzt einfach Gas, ich bin stolz hier, das Vereinswappen auf der Brust tragen zu können und ja, werde auf jeden Fall Vollgas geben, Tore für euch schießen und ja, there you got it, da habt ihr es, ich spiele für den FC Lenzburg und ja, mal gucken, welche Nummer noch frei ist. Würde auf jeden Fall gerne die Nummer 11 oder Nummer 95 haben. Mal gucken. Und ja, auf jeden Fall, Leute, ich fühle mich sehr, sehr gut. Wie gesagt, die zwei Spiele, da habe ich leider nicht das volle rausgeholt, so wie ich normalerweise spiele. Das erste Testspiel lief sehr, sehr gut. Da ist mir sehr viel gelungen. Ja, ich werde auf jeden Fall da wieder anknüpfen, Vollgas geben, hart für euch trainieren. Und dann würde ich sagen, checkt unbedingt noch das Video hier ab, das ich gestern hochgeladen habe, mit dem Abonnenten, mit dem Kenner und seinem Team und ja, checkt das auf jeden Fall ab, ihr wisst Bescheid und unbedingt wichtig, Leute, die Glocke aktivieren, einmal auf die Glocke drücken, dann nochmal, dass ihr immer die Benachrichtigung kriegt, wenn Cubanito ein neues Video hochgeladen hat und ja, jetzt würde ich sagen, es kommen auf jeden Fall noch fresher Videos, ich habe ja auch ein bisschen Trainingsvideos aufgenommen, vom Spiel noch ein paar Szenen, also freut euch, Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, folgt mir auf Instagram, no emo. Peace.